Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egons und Spiel Civilization 5. Mir entdecken hier einen Nachbarn nach dem anderen und das beunruhigt mich ein bisschen. Was für eine Welt haben wir gewählt? Wir haben doch Fraktal gewählt. Gut, wir haben 4, aber dann gibt es ja nur noch 3. Ja gut, die Hälfte halt. Die große Frage ist, wollen wir hier weiter Richtung Norden erkunden? Nee, wir machen es, so wie wir das letzte Mal gesagt haben, dass wir hier einen Speer kaufen, sobald das möglich ist. Nehmen auch eine Botschaft an, das ermöglicht uns, noch ein bisschen mehr Geld pro Runde zu bekommen. Die beschäftigsten Völker der Welt. Mit 7 Produktionen sind wir vorne mit dabei. Das ist doch schon mal ein guter Start. Aber ich habe ja gesagt, eigentlich wollen wir auf Nahrung gehen, ne? Schauen wir mal, wofür sich der Computer hier entschieden hat. Aber eigentlich sind das alles Nahrungsfelder tipptopp. Überall 2. Bisschen Produktion hier. Auf unserer Homebase sind natürlich schon 2 Produktionen. Von daher passt das so, wie es aussieht. Pantheone werden gebaut, links und rechts. Den Glauben lassen wir diesmal links liegen. Amsterdam kann einen Gegner angreifen. Na gut, dass wir gleich einen Speer dazu holen. Oha, da oben ist natürlich auch spannend. Da wäre auch eben, das ist doch Sumpf, oder nicht? Ja, das ist ein Sumpf. Da könnte man Kok bauen. Ach, hier ist auch Sumpf. Da haben wir Glück. Polynesien ist auch am Start. Sag mal, gibt es da irgendjemand, der nicht bei uns direkt um die Ecke wohnt? Gleich 2. Wollt jetzt, Er kann nicht an der Stadt vorbei und sich den schnappen. Deswegen lassen wir den Bauarbeiter genau dort, wo er jetzt ist. Gehen aber mit unserem Krieger soweit zurück. Unseren Speer können wir schon kaufen. Den können wir mal für den Fall der Fälle dastehen lassen, falls nochmal irgendwie 10 Health Points abgezogen werden müssen von einem der Barbaren. Aber ich glaube, dass Amsterdam da ganz gut aufgestellt ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir das nutzen, um Bogenschießen zu entdecken. Das macht mir jetzt auch ein bisschen Angst. Und mit Bogenschießen kann ich mich so ein bisschen wehren zumindest. Und das müsste eigentlich fast reichen, um den Barbaren in Gar auszumachen. Und du machst weiter den Bauernhof, weil er nach wie vor hier nicht runter und rüber kann. Denke ich mir zumindest. Wenn er es jetzt doch macht, habe ich ein Problem. So, das mit der Stadt muss reichen, das auch. Und du hast den Bauernhof fertig gemacht. Jetzt, da wir in der Lage sind, den Wald zu fällen, machst du die Zitronen klar. Ist das hier Grasland? Na, wenn sie wollen, können sie jetzt raus und uns im Sumpf angreifen. Ich dachte, das hier wäre auch Sumpf, ist es aber nicht. Weil ich natürlich einen Umweg hier rüber machen soll. Nun ja. Jetzt kommen wir doch zurück. Ja, aber das ist mit gefährlich. Also wenn der Bauarbeiter hier noch weiter was ausbaut und die Barbaren hier ständig vom Norden herkommen, dann will ich da nicht völlig ohne Krieger dastehen. Die Erkundung wird dann der Speer übernehmen und der Krieger so ein bisschen die Verteidigung. Mit dem Bogenschützen, den wir jetzt dann später bauen werden, sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Amsterdam wächst in 3 Runden, deswegen bauen wir jetzt keinen Siedler. Was wir aber bauen können, ist Schrein wollen wir eigentlich nicht hin, ne? Mit dem Glauben. Wir können irgendwie noch nicht wirklich was Gutes bauen. Wir bauen einen Bautrupp. Im Hinblick darauf, dass wir ja in der nächsten Runde den Siedler pushen und nicht die Staatsbürgerschaft, ist es, glaube ich, ganz okay, wenn wir jetzt einen Bauarbeiter bauen. Vor allem im Hinblick darauf, dass wir ja von Luxusgütern umgeben sind. Und wenn eine zweite Stadt dazukommt, können wir das sehr gut gebrauchen. Ich gebe dir plus 1 Sichtweite. Denn du sollst da Dinge erspähen. Oha! Stein, Marmor. Das hier ist ein richtig guter Spot. Oder das hier sogar. Für eine neue Stadt. Eigentlich hier, ne? Du kannst wachsen über Bison, Vieh und Schafe. Wir haben Steine, wir haben das Sumpfland, wir haben einen Fluss, wir haben mit 2 Fische, 3 Fische. Boah, ist das eine gute Stelle. Dann wissen wir schon, wo wir hinwollen. Wir müssen eben nur noch mal easy peasy das Barbarenlager hier oben clearen.
um dann Zugriff drauf zu haben. Dafür versuchen wir. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir behalten die im Auge. Die werden sich das natürlich verschanzen und dann voll und ganz heilen. Wir werden trotzdem schon mal den Siedler klar machen und uns fragen, ob er hier unten gut aufgehoben ist. Oder ob wir schon mal hier hoch wollen. Hier die Stadt zu gründen, ist ja viel zu nah an Amsterdam, das geht nicht. Wir müssen wirklich hier oben hin. Geh mal zum Krieger, da bist du sicher. Amsterdam ist gewachsen. Könnten wir direkt, also wenn wir dorthin kommen, könnten wir dort direkt eine Stadt gründen? Ich müsste eigentlich nicht auf diese Art und Weise rausfinden. Dasselbe gilt für hier oben. Überall, wo jetzt die Barbarenlager sind, sind sehr gute Spots für eine Stadt. Der einzige Spot für eine Stadt, der jetzt frei wäre, wäre, glaube ich, hier. Dann würden wir aber auf einen Wein verzichten. Fluss haben wir ja eh nirgends. Wenn wir hier unten auf den Hügel gehen, sind wir noch ganz gut geschützt. Wenn wir hier unten auf den Hügel gehen, sind wir geschützt, haben ganz viel Meeresfelder und können über Wild und Vieh wachsen und haben zweimal Wein. Aber was wir nicht haben, ist das Gold. Aber das haben wir so oder so nicht. Dieses vermaledeite Gold. Es ist zu weit weg von Amsterdam. Und wenn wir es haben wollten, müssten wir schon hier irgendwie. Also hier ist es zu weit. Aber wenn wir hier gründen, dann kommen wir halt nicht ans Wasser. Das wollen wir auch nicht. Ach, alles blöd. Ich glaube, wenn, dann machen wir das, wenn wir hier oben vielleicht noch eine Stadt irgendwie hinsetzen. Hier so. Die dann ganz okay platziert ist. Aber nur wegen des Goldes wegen machen wir das nicht. Aber ich finde es halt besser, wenn wir doch hier oben sind. Wir werden noch ein, zwei Runden abwarten, bis unser Krieger wieder bei voller Kraft ist. Und dann hauen wir einen Bogenschützen raus und dann gehen wir da oben hin und hauen den Barbaren den Schädel ein, so dass wir diesen Platz nutzen können. Außerdem gehe ich auf Bronzeverarbeitung, um mir Eisen anzeigen zu lassen. So, Krieger darf sich nochmal entspannen. Der zweite Bauarbeiter ist auch gleich fertig. Hier unten sehen wir, dass das Barbarenlager immer noch da ist. Wir lurken schon mal darüber. Der Siedler kann hier stehen bleiben. Die heilen einfach nicht. Das finde ich gut. Du kannst in die Stadt zurückgehen, da bist du sicher. Das sind jetzt natürlich wertvolle Runden. Ich gehe da jetzt rein. Wir haben eine gute Chance, das so zu clearen, wenn nicht jetzt plötzlich wieder was rauspoppt, wie es eigentlich immer ist. Wir bauen eine Fernkampfeinheit. Treffen Schweden. Fremdling, willkommen zu Snökungens Ried. Willkommen. Und warten wir uns am Siedler, der da aber nicht stehen bleiben kann. Jetzt. Stonehenge schon im Fernland gebaut. Ja, hier oben ist ein zweiter Krieger, aber was wir auf jeden Fall schon mal haben, ist das Barbarenlager. Das bedeutet für unseren Siedler, dass er schon mal einen Schritt nach vorne machen kann. Oha, oh, was habe ich mir dabei gedacht? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht raus und haut den Speer eins auf die Mütze. Nee, zum Glück nicht. Schnell in den Wald. Du bekommst. Ja, was bekommst du? Eigentlich brauchen wir für dich die Sofortheilung, damit du ihn hier beschützen kannst. Ich möchte euch nicht beide verlieren. Auch wenn das langfristig natürlich nicht die beste Entscheidung ist. Aber kurzfristig auf jeden Fall. Und bei dem Schwierigkeitsgrad ist es mir doch wichtig, dass wir kurzfristig gut dastehen. Wir gehen Schritt für Schritt, trauen wir uns vor. Und wenn wir da erstmal die Stadt gegründet haben, können wir die Stadt ja auch benutzen, um diesen übrig gebliebenen Barbaren zu vernichten. Der Bautrupp hatte was vor. Genau, der will hier rüber und in die neue Stadt. Denn hier sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit unseren Verbesserungen. Außerdem haben wir ja auch noch den Bautrupp.
Wir können eins rüber und in der nächsten Runde die Stadt gründen. Hier entdecken wir weitere Barbaren. Und wir können auch hier hin, denn er kann nicht durch den Sumpf. Das sind zwei Fortbewegungspunkte. Und haben jetzt also die Möglichkeit, ihn auch in den Sumpf zu lurgen, um dann mit unserem Bogenschützen ihm den Gar auszumachen. Wir haben mit einem Krieger und einem Bogenschützen und einem Speer eine kleine, sehr kleine, aber feine Armee. Was ich mir wünschen würde, ist der Artemis-Tempel plus dem Wachstum an Stellen in Städten. Aber mit 25 Runden, selbst wenn Amsterdam jetzt eine Stufe weiter wächst, ist das vergebene Liebesmühe. Auf dem Level kann man schon mal auf ein Wunder gehen. Ein Level höher wäre, glaube ich, dann total sinnlos. Aber ich möchte das nicht riskieren. Andererseits haben wir jetzt auch aktuell kein Bauprojekt, bei dem ich sage, das ist es. Deshalb nehmen wir eine Runde für den Bogenschützen, um dann nächste Runde zum Siedler umzuswitchen, wenn wir auf 5 hochgeploppt sind. Eisen kommt auch dazu. Jetzt hoffen wir mal, dass wir Eisen innerhalb von Amsterdam haben. Hier oben ist was. Das nicht. Das nicht. Babylon hat Eisen, das ist klar. 1, 2, 3. Es ist außerhalb, leider, von Amsterdam. Da müssen wir schauen. 1, 2, 3. Hier, wenn wir hier eine Stadt gründen, so wie wir es vorgehabt haben, dann kommen wir dahin. Und das machen wir jetzt auch, indem wir auf den... Na, Kaserne ist auch gut, aber wir switchen auf den Siedler um, gehen auf den Nahrungsfokus und müssen dann nur 9 Runden warten. Forschung wählen. Was gut wäre, zu sehen, ob es hier noch irgendwo Pferde gibt, dann haben die Bauarbeiter auch mehr zu tun. Und zum Abschluss dieser Folge gründen wir Rotterdam. Außerdem werden wir mit unserem Krieger über den Fluss gehen und hier das Weite suchen, sonst ist der gleich weg. Was wir jetzt nicht machen können... Doch, wir können eins hier hin und eins hier hin, nicht wahr? Außerdem können wir das Geländefeld kaufen und haben schon die Technologie Steinmetzkunst. Wir haben keine Steinmetzkunst. Oh, was habe ich mir nur gedacht? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Nun gut, dann warte eine Runde, bis es mit dir weitergeht und einem Arbeitsauftrag. Monument? Ja, nein, Kornspeicher. Kornspeicher. Den Fehler mache ich nicht mehr. Kornspeicher ist hier the way to go. Und bevor ich auf nächste Runde klicke, bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch nächste Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Egon's on Spiel Civilization 5. Bis dann!